Wenn Märchen keine Märchen sind, wenn Mythen keine Mythen sind, wenn das erklärte Gute das Böse ist und immer schneller Seelen frisst, dann nimm den Spiegel und sehe hinein, dann siehst du, was ist und nicht mehr Schein. Denn die Verdrehung und die Umkehrung ist das Prinzip des Bösen, arbeitet mit doppeltem Netz und vielen Ösen. Wenn du die Polarität in dieser Welt erkennst, wenn du für einen Moment auch diese annimmst und nicht verbrämst, sondern hineingehst und dich bewusst nicht dafür schämst, dann kannst du erst die Schwarzmagier auf dem zweiten Platz erkennen, mit ihren schwarzen Anzügen, Hüten und den Bärten aus Lügen. Dann siehst du durch den dunklen Zauber und verstehst schlussendlich das mörderische Betrügen. Die Welt ist nicht die Erde. Die Welt ist also nicht irdischer Natur. Sie ist die Illusion, der böse, schwarzmagische Schwur. Es ist der Schwur, die Erde zu knechten. Denn ihr Gott ist der Antigott, das blutige Prinzip, das lebt von der Intrige und dem Krieg, um schlussendlich die Menschen vollkommen zu knechten und endgültig zu entrechten. Der Unbedarfte, von ihresgleichen gebildete, leider der Illusion erliegt, da er nur ihre falschen Projektionen sieht, die ihn an den Zufall glauben lassen und somit seine Angst dafür sorgen kann, das Bewusstsein verblassen zu lassen. Ist dir bewusst, dass es keine Plural von dem Wort Bewusstsein gibt? Verstehst du, was sich daraus ergibt? Seine dunkle Armee von schwarzen Hüten arbeitet mit der gefälschten Prophetie, schufen drei falsche weltliche Religionen, die dafür sorgen sollen, dass sich die Menschen gegenseitig nicht verschonen. Ihre geheimen Dienste erledigen den Rest, wurden geboren aus der dunklen Pest. Wenn Unnatürlichkeit zur Natürlichkeit erklärt wird, wenn göttliche Kunst der Künstlichkeit weichen soll, wenn der Troll im Netz zum Standard wird, dann hat es 12 geschlagen. Und so langsam kommen auch anderen die Fragen. Doch Fragen nutzen nichts, wenn du nicht die richtigen Fragen stellst. Erst wenn immer mehr den Namen des Rumpelstilzchens kennen und die wahre Bedeutung des Namens nennen, erst dann wird dieser Dämon der Dämonen weichen und somit auch sein Zeichen. Verstehe, warum der Name von ihnen nicht ausgesprochen wird, denn er muss im Dunkeln bleiben. Nur so können sie und er ihren Vernichtungsfeldzug gegen die guten Seelen weitertreiben. Sein Name, also der dunkelsten Kreatur, beruht auf dem Bann des Bewusstseins und dem dunklen Schwur. Es wird Zeit, diesen an das Licht zu bringen. Dann fällt der Turm der Täuschung und dessen weltliche Struktur und damit der besagte Schwur. Jedes hohe Haus ist ihm und seiner dunklen Armee unterworfen worden, genauso wie die meisten Orden. Es wird Zeit, dass du der Aufklärer, der getäuschten Aufklärer wirst, denn sie sehen nur, was sie von den Dunklen projiziert bekommen. Bekamen ebenfalls teilweise ihr Bewusstsein genommen. Sie sehen nicht die höchste Ebene des dämonischen Konstruktes, welches alles in einem falschen Licht darstellt, welches die Erde als Wesen und das Bewusstsein entstellt. Wenn das heilige Land nicht heilig ist, wenn das Land der Möglichkeiten in Wirklichkeit ein Land der Unmöglichkeiten ist,
wenn der wahre Präsident sich hinter einem Clown versteckt und so die befohlenen schwarzmagischen Pläne weiter deckt. Dann wird es Zeit, endlich den Namen ihres falschen dämonischen Gottes zu nennen, um nicht weiterhin dem Bann der falschen Zeit zu unterliegen und ihrer gesponnenen Intrigen. Das Untier, welches viele Namen trägt, ist Yahweh, welcher Satan ist, welcher gestellt werden muss vor das wahre göttliche Gericht. Die Flüsse des Blutes, welche er und sie zu verantworten haben, geht zurück auf Jahrtausende getätigte Schandtaten. Sei mutig, verstehe den Bann, denn du sollst nicht über ihre wahre dunkle Natur reden dürfen. Es findet bei dir aber keinen Anklang. Jetzt ist die Zeit der Zeiten, das wahre Göttliche in dir zu erkennen und den Antigott, Yahweh, als solchen zu benennen. Märchen und Mythen sind der Spiegel dieser falschen Welt, der Illusion und der Erkenntnis über ihr blutiges Geld. Wenn du die Bewandtnis und das Symbol der roten Schuhe verstehst, du spätestens dann durch die Wand gehst. Wer mutig ist, wer ein beseelter Mensch ist, wer ein Herz hat und die Kraft aus sich herausschöpfen kann, der wird dazu beitragen können, zu beenden diesen dämonischen Bann.